Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ich möchte mich ein weiteres Mal, auch wenn es den einen oder anderen langweilen mag, mit dem leidigen Thema Risiko befassen. Risikomanagement für das Zahltagdepot. Da habe ich also 2 Stunden lang in Dresden einen Vortrag gehalten zum Thema Zahltagsstrategie. Dann habe ich hinterher mit verschiedenen Teilnehmern ausführlich per E-Mail kommuniziert und schließlich kriege ich eine E-Mail, die sinngemäß den Tenor hatte: Jetzt aber mal Hand aufs Herz, wie riskant ist denn die Zahltagsstrategie tatsächlich? Nun, es gibt wenig, was mich aus dem Gleichgewicht bringt, aber es ist schon schwierig zu verstehen, dass nach langen und ausgiebigen Erklärungen immer noch der Eindruck entstehen könnte, ich würde hier irgendetwas hinter dem Berge halten. Schauen wir uns doch mal ganz von der Seite an, was ist eigentlich Risiko? Nun, das landläufige Verständnis von Risiko im Konto wird ja häufig damit assoziiert, dass der Kontostand schwankt. Also wenn man eine Aktie kauft, dann möchte man die so kaufen, dass hinterher der Kurs nur noch steigt. Das ist utopisch. Und wer Kursschwankungen als Risiko begreift, der ist hier einfach der medialen Gehirnwäsche voll auf den Leim gegangen, so will ich es einfach mal nennen. Denn die Kursschwankungen sagen ja nichts aus über den Unternehmenswert, den ich erworben habe. Man muss hier ganz deutlich auseinanderhalten, was Benjamin Graham in die Worte gefasst hat: Der Preis ist, was du bezahlst. Der Wert ist, was du bekommst. Und der Wert eines Unternehmens richtet sich nach den zukünftig erwirtschafteten Gewinnen. Er hängt zwar mit dem Aktienkurs zusammen, aber er ist mit dem Aktienkurs über ein kilometerlanges Gummiband verbunden. Und das ist auch keine Weisheit, die von mir ist, die von den Altvätern der Value Investing Theory und des substanziellen Investierens schon vor vielen, vielen Jahrzehnten in die Welt gesetzt wurde. Wie kann ich mich nun trotzdem vor Kursschwankungen schützen? Einige Varianten, insbesondere was die Positionsgröße angeht, hatte ich ja vor kurzem schon mal vorgestellt. Es gibt aber noch eine Variante, die hat was mit Charttechnik zu tun oder was mit dem Kursverlauf an sich. Was ich mir angewöhnt habe, und das ist eben für viele, viele Trader absolut unvorstellbar: Ich kaufe am liebsten Aktien, wenn sie in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs notieren. Warum mache ich das? Weil ich dann ungefähr weiß, wo ist unten beim Aktienkurs. Also, man kann auf jede beliebige Webseite gehen, beispielsweise Finviz oder Yahoo Finance oder Finanztreff oder Aktiencheck, was auch immer jeder für ein favorisiertes Portal hat. Man schaut sich an, wo hat eine Aktie XYZ ihr 52 Wochen hoch und wo hat sie ihr 52 Wochen tief. Wenn man das analysiert hat, dann überlegt man sich, notiert sie dicht am Wochenhoch, dann ist sie im Augenblick kein Kauf. Notiert sie dicht am Wochentief, 52 Wochen tief, dann ist sie möglicherweise ein Kauf. Bevor ich eine Aktie kaufe, analysiere ich aber nicht die Aktie, sondern das Unternehmen. Und das ist die Krux. Ich muss in ein fundamental gesundes Unternehmen investieren. Und dann ist die Frage, wann ich investiere, nur noch eine Frage des Timings. Da geht es dann eben nicht mehr darum, ob ich die Coca-Cola kaufe oder ob ich die McDonald's kaufe oder ob ich die Apple-Aktie kaufe, sondern ich habe vorher meine Schularbeiten gemacht und ich warte dann, wenn ich meinen Pool an gesunden Unternehmen zusammengestellt habe, nur noch auf den Zeitpunkt, wo ich zu einem günstigen Preis reinkomme. Und da kann man beispielsweise folgende Überlegung anstellen. Nehmen wir an, eine Aktie hat im 52-Wochen-Hoch einen Kurs von $40 erreicht und im 52-Wochen-Tief einen Kurs von $20. Jetzt haben wir eine jährliche Handelsspanne von 50% oder $20. Das heißt, die Aktie hat sich einmal im Kurs halbiert. Das wird nicht bei vielen Aktien passieren, aber gelegentlich passiert es. Beispielsweise in der Finanzkrise 2007, 8, 9 gab es sehr, sehr viele Aktien, die mehr als 50% verloren haben. Wer damals auf Geld gesessen hat und nach Einstiegen gesucht hat, der wurde reich belohnt für seinen Mut. Nehmen wir also an, wir sehen eine Aktie,
wie gesagt, von 40 im Hoch auf 20 im Tief gefallen und heute notiert sie irgendwo zwischen dieser Spanne. Wenn ich mir jetzt diese 20 Dollar Spanne einfach in vier Zonen unterteile, a 5 Dollar, und dann mir vornehme, nur in den untersten 25% zu investieren, also zwischen 40 Dollar im Hoch und 20 Dollar im Tief, ich teile diese Differenz durch 4, das ergibt 5 Dollar. Und wenn ich vom Tief 20 Dollar diese 5 Dollar antrage, dann habe ich eine Kaufzone, die liegt bei 20 bis 25 Dollar. Und wenn ich dort einsteige, bin ich nach unten relativ gut abgesichert. Im Zusammenspiel mit den Tools zum Positionsmanagement, zum gestaffelten Einstieg, zum Vorhalten von Liquidität, die wir in den vergangenen Videos besprochen haben, ist das aus meiner Sicht der sinnvolle Weg, wie man einen Stein zum anderen fügt und mit vernünftigen Positionsgrößen zu vernünftigen Preisen einsteigt. Also, Kursschwankungen sind kein Risiko. Das will ich hier ganz klar sagen. Kursschwankungen liegen auch völlig außerhalb unserer Kontrolle. Und am besten ist es, eine Aktie nicht dann zu kaufen, wenn sie um 50% gestiegen ist, sondern dann zu kaufen, wenn sie keiner haben will. Und das ist in der Regel der Fall, nachdem sie um viele, viele Prozente, manchmal eben auch um 50 oder mehr Prozent gefallen ist. Voraussetzung ist natürlich, man hat seine Schularbeiten gemacht, das Unternehmen ist fundamental gesund und wir sehen das, was wir sehr häufig sehen, eine irrationale, negative Übertreibung des Marktes, getrieben von dem Herdentrieb, der Massenpsychologie und wirklich irrationalem Verhalten. In diesem Sinne, passen Sie auf Ihr Geld auf, dass Sie für Ihre Dividenden nicht zu viel bezahlen. Kaufen Sie günstig ein, wenn die Aktien billig sind und nicht, wenn es sie zum Allzeithoch gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Nils Gajowi.